Hi, das sind die Adidas Predator Pro. Die Adidas Predator Pro 18 sind die neuen Torwarthandschuhe mit Profi-Ansatz. Das heißt, es sind Torwarthandschuhe, die Vorteile geben sollen, gerade was das Fangen des Balles und das Spüren des Balles angeht. Der Adidas Predator Pro setzt hierfür auf ein Textil-Obergewebe, das besonders flexibel ist und das dafür sorgt, dass die Handschuhe nachher eine besonders gute Passform haben. Im unteren Bereich kommt eine Doppel-Stretch-Bandage zum Einsatz, mit die zweimal um das Handgelenk am Ende gewickelt wird und zum leichten Einstieg ist eine Einstiegshilfe vorhanden. Mit der Einstiegshilfe einfach zwei Finger rein, die Handschuhe ganz normal anziehen und schon sieht man, im Bereich der Finger wirken die Handschuhe sehr passgenau. Die Doppel-Stretch-Bandage wird zweimal um das Handgelenk gewickelt, einmal, zweimal und dann verschlossen und fixiert so die Handschuhe besonders gut im hinteren Bereich. Das Textilgewebe sorgt dafür, dass ihr eine hohe Passgenauigkeit gerade im Bereich der vorderen Hand erhält. Im oberen Bereich kommt die Punching Zone zum Einsatz. Bei der Punching Zone handelt es sich um eine Zone, die dafür sorgt, dass man schon direkt bei der Faustabwehr den Ball noch besser kontrollieren kann. Im inneren Bereich haben wir im unteren Segment eine extra Zusatzzone, die Abrasion Zone genannt wird. Die Zone sorgt dafür, dass weniger Materialabrieb auf hartem Untergrund entsteht, wenn man den Kontakt mit dem Boden erhält. Im oberen Bereich kommt die Evo Zone Tech zum Einsatz. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Haftschäume, die miteinander verschweißt sind, die dafür sorgen, dass man den maximalen Grip beim Fangen des Balles hat. Zudem die Besonderheit des Predator Pro ist die Seamless Touch Schnittform. Die Seamless Touch Schnittform im Bereich der Finger ist eine Naht, die nach innen gezogen ist, wodurch die Finger besonders eng sitzen und man eine besonders hohe Passgenauigkeit der Handschuhe erhält. Die Adidas Predator Pro sind Torwarthandschuhe ohne Fingersafe-System, damit leicht und flexibel und sind hierbei in einer speziellen Farbversion aus dem Lone Hunter Pack. Es gibt auch andere Farben, die die gleichen Eigenschaften haben, nur eben ein anderes Farbdesign. Auf welche Handschuhe setzt ihr? Adidas Predator Pro oder ein anderes Modell? Lasst es uns wissen über die Kommentare.